Ein Haufen Spione sind Ihnen auf den Fersen, Professor. Spione? Oh, das nennt man heutzutage Agenten, junger Mann. Also, die sind inzwischen alle hier. Sie laufen hier irgendwo herum. Was? Die laufen da herum? Naja, das ist doch ein freies Land hier, nicht wahr? Oder wie war das doch gleich wieder mit Island? Allerdings, ich weiß nicht, ob das hier unten überhaupt zu Island zählt. Okay, was? Sie schulden uns genau 7 Schilling Verspätungsgebühr. Verspätungsgebühr? Ja, Sie haben den Abgabetermin für das Fjordingbook um genau 4 Wochen und 3 Tage überschritten. Du lieber Himmel, die Welt droht unterzugehen und Sie denken an Verspätungsgebühren. Ja, natürlich. Wovon sprechen Sie, Sir? Nun, ich bin hier in einem Vulkan, wissen Sie. Und hier unten gibt es, Sie werden es nicht glauben, eine Stadt aus schwarzem Stein. Was? Eine Stadt aus schwarzem Stein? Ja, genau. Und hier leben auch ziemlich seltsame Kreaturen. Was? Seltsame Kreaturen? Stimmt, junger Mann. Wenn es nicht gelingt, sie an ihrem Vorhaben zu hindern, wird ganz Island im Meer versinken. Und zwar bald. Sie machen Scherze, Sir. Sie wollen mich verkohlen. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ich möchte Sie bitten, hierher zu kommen und mir zu helfen, verstehen Sie? Vielleicht gelingt es uns ja noch, dieses Unheil abzuwenden. Also, da mit dem Vulkan mit der schwarzen Stadt musste ich irgendwie direkt an Hexuma denken. Wartet da unten jetzt Karlin auf uns? haben Sie eine junge Dame gesehen? Ein Haufen Spione sind... Ich eile, Professor, wie kann ich Sie finden? Ich eile, Professor! Wie kann ich Sie finden? Nun, Sie müssten sich ja jetzt bei der Wetterstation befinden, nicht wahr? Ja. Fahren Sie genau nach Osten auf einen Gletschersee zu. Dahinter gibt es eine große Eisspalte. Eine was? Eine Eisspalte? Hallo? Was ist denn los? Haben Sie keinen... Professor! Hören Sie mich noch? Hallo? Mist, der Generator ist aus. Ja, Mist. Gut, wir wissen also, dass wir weiter zu einer Gletscherspalte müssen. Das heißt, wir ziehen Grunwald weiter, ja? Dem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, ist dir der Durchbruch gelungen, was? Ganz genau. Ich hab's geschafft, den Professor anzufunken. Na super, und wo ist er? Tja, er sagte, er wäre in dem Vulkan. Den Vulkan? Jo. Ja, da soll's einen riesigen Hohlraum geben mit einer schwarzen Stadt und ganz komischen Kreaturen. Eine schwarze Stadt? Komische Kreaturen? Ah ja, so schlimm wird's wohl auch nicht sein. Was machen wir nun? Dorthin fahren, würde ich sagen. Es liegt genau östlich von hier. An einem Gletschersee. An einem Gletschersee? Meinetwegen. Na dann, auf geht's. Ja. Oh Mann. Zum Glück haben wir Grunwald dabei. Oh, eisern Stiel. Ja, da sind wir wohl angekommen, oder wie? Steh mal, ein komisches Ding. Hier muss kürzlich ein Louis Trenka-Fan gewesen sein. Also den Witz habe ich bis heute noch nicht verstanden.
dat so gern auf de Kampenwand, Wanni mit meiner Wampenkant. Hui, da geht's aber runter. So, da fern wir. Ja, schon wieder. Wir sind gut, was? Naja. Was meinst du damit? Naja. Also, ehrlich gesagt, ich habe keine große Lust auf einen Vulkan, in dessen Inneren seltsame Wesen in einer schwarzen Stadt leben. Okay. Kann ich verstehen. Ich glaube, ich bleib auch hier. Bitte komm doch mit, Krummwald. Ohne dich habe ich Angst. Mich kann nichts aufhalten. Ja. Mich kann nichts aufhalten. Das nenne ich eine edle Gesinnung. Ich gehe zurück und rette meine Fahne. Und du rettest die Welt einverstanden. Nun gut. Jedem das Seine. Ich werde nun furchtlos hinabschreiten in die finsteren Schlünde der Hölle und... Alles Gute, Archibald. Wenn du die Welt gerettet hast, schreib mir eine Karte, ja? Ja. Das erübrigt sich. Wenn ich sie nicht rette, wirst du sicher merken. Ja, das stimmt wohl. So, wie kommen wir denn jetzt da runter? Das Seil wird ja nicht lang genug sein, oder? Oh Gott, nein, das brauche ich doch für den Captain. Achso, immer noch. Huch, 400 Meter? Nein, das ist mir zu tief. Und hier? Oh je, ich traue mich nicht. Ja, Archie? Was hast du vor? Benutzt den die Jacke als Fallschirm, ja? Und auch nicht. Oh, das könnte wehtun. Au. Voll aufs Steißbein. Was machst du da, Archie? Das ist Exotic Peep Show. Aha. 5-9. Naja, könnte besser sein. Wo ist die dritte Wertung gewesen? So, das heißt, wir kommen hier nicht mehr raus, ja? Tja, ich schätze, da komme ich jetzt nicht mehr so leicht hoch, ja? Also, wenn ich diese Totenköpfe sehe, dann kann ich wenigstens langsam wieder an den Ernst der Situation glauben. Nein, die kann man nicht mitnehmen. Sind festgeschraubt, weil die Kulissenabteilung keine mehr hat. Oh nein. Also wirklich. Und bei sowas soll man noch ernsthaft bleiben und... Also, jetzt reicht's, ja? Ich glaube, langsam wird mir das Spiel ein bisschen zu albern. Und ich bin hier wohl der Einzige, dem noch was an der Rettung der Welt liegt. Ja, wer weiß. Was haben wir denn da an Schild? Geschmacklos, ich werde mich beim nächsten Abenteuer für den Einsatz eines nicht-bayerischen Grafikers stark machen. Das funktioniert nicht. Dann gehen wir doch mal zum Ausgang. Oh. Ich wollte gerade sagen. Igitt, was für ein schreckliches Monster. Ja, aber das war doch viel zu steif. Das hat sich doch gar nicht bewegt. Und da rechts war noch irgendwie so... So komisch braune Dinger dran. Guck mal da. Die zwei Dinger da, die braunen. Was ist denn das? Hm. Irgendwas ist da faul im Staate Island. Da würde ich aber auch mal meinen. Thank you.
Und der geht immer nur bis da, ne? Der bewegt sich nicht weiter und bewegt sich auch sonst nicht. Ha, das Ding ist ja unecht. Aus Pappdeckel, um harmlose Touristen zu erschrecken. Aha. Tja. Ah. Was ein Krokofant. Ist nicht wahr. Ich glaube, der gehört in ein anderes Spiel. Ja, da haben wir alle im Käfig, ne? Ein Holzkäfig und Melanie und die Ganoven sind darin gefangen. Ja. Irgendwie sieht sie dafür ganz munter aus, dass sie mit solchen Schurken eingesperrt ist. Ich sehe doch selber ein Schurke. Archibald, dem Himmel sei Dank, endlich bist du da. Sieh nur, ich bin zusammen mit diesen Ganoven gefangen. Oh nein. Wer hat euch denn da eingesperrt? Wer hat euch denn da eingesperrt? So komische Monster waren das. Riesengroß und zottelig. Sie kamen von dort hinten. Aha. Ihr armen Ganoven. Ich rette euch. Du willst nur bluffen. Mieser Zweck. Warte nur, bis ich dich erwischt habe. Ey, du hast deine Pistole nicht mehr, ne? Und Pech aber auch. Also so lange habe ich nun auch keine Zeit. Nur zu, ich warte gerade darauf. Wir treffen uns um 12 beim Schlangenfelsen, Ringo. Nur zu. Ich warte geradezu darauf. Ich werde dich in der Luft zerreißen, kleiner Mann im Lock. Du weißt doch, ob man lose Haut zu ist, innen verlass. Tja. Ich muss Melanie da rausholen. Bei diesem Gesindel kann ich sie da nicht lassen. Lieb von dir, Archibald. Aber ich schlage vor, du suchst erst mal den Professor. Mit diesem Typen hier werde ich schon alleine fertig. Ja, ich kenne dich. Da schaffst du spielen. Was soll das heißen, Archibald Applebrook? Nichts, nichts. Schon gut. Du lässt uns jetzt hier sofort raus, beim großen Lenin. Sonst gibt es mächtig Ärger. Na, ich glaube, ihr seid da drin ganz gut aufgehoben. Ich werde dich zwingen, du Zwerg. Hier, siehst du meine Pistole? Wenn wir nicht in 5 Minuten frei sind, dann geht's deinem Mädchen schlecht. Verdammter Rüpel! Willst du mit deinem Spielzeug etwa eine Dame bedrohen? Steck das Ding weg, sonst kriegst du richtig Ärger. Hast du verstanden? Er hat doch noch seine Pistole. Ja, Miss, ich hab ja nur Spaß gemacht. Also. Ja. Wo ist denn nun der Professor? Der muss da unten bei diesen Monstern sein. Ich hab ihn da hingehen sehen. Aha. Sind denn da wirklich richtige Monster? Ja, Archibald, ganz schreckliche sogar. Sie sind riesengroß mit zotteligem Fell und solchen Pranken, weißt du? Der soll eine Stadt aus schwarzem Stein sein. Ja, sie ist da unten. Ein Stück weiter, verstehst du? Ganz schwarz und unheimlich. Aha. Kann es sein, dass sie will, dass wir weitergehen? Was ist hier überhaupt los? Ich weiß auch nicht so genau, Archibald. Diese Monster wollen irgendeine Zeremonie abhalten, sagte der Professor. So etwas wie die Beschwörung eines Dämons, glaube ich. Und dabei könnte die ganze Insel Island im Meer versinken. Stell dir das nur vor. Der Professor versucht, sie irgendwie davon abzubringen. Um Himmels Willen! Ganz Island? Das muss verhindert werden! Ja, am besten du beeilst dich. Ich glaube, diese Zeremonie soll schon heute Abend sein. Oha. Sag mal, was ist eigentlich das da drüben unter dem Eis? Das haben wir uns auch schon gefragt. Ich weiß es leider nicht. Na, dann werde ich mich mal sputen. Ja gut. Können wir mit dem... Die
diese Finsterlinge, ich bin sicher, ihnen passiert ganz zum Schluss etwas Furchtbares. Aha, Spoiler. Dann gehen wir mal weiter. Oha. Warum sind denn hier Boxen? Also Soundboxen. Kapelle, schwarze Stadt. See. Da sprudelt irgendwas. Okay. Ja, dann. Keine Ahnung. Achso, da ist ein Tor. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Wen haben wir denn hier? Weinende Frau. Du lieber Himmel, wer ist denn das? Schlumpf. Aha. Hey, was ist denn mit Ihnen los? Mit mir? Sieht man das denn nicht? Nein. Was ist denn nun passiert? Ich bin Briefträgerin, falls Sie das nicht erkennen können, verehrter Herr. Briefträgerin in der 4. Generation. Mein Vater war Briefträger, dessen Vater war einer und... Aha. Dessen Vater und so weiter und so weiter. Genau. Wir haben uns stets bemüht, Briefe, Pakete und Päckchen korrekt, schnell und rechtzeitig zu ihren Empfängern zu bringen. Echt wahr? Das findet man selten. Verspotten Sie mich nicht, mein Herr. Also, wie gesagt, wir bemühten uns stets, alle Post termingerecht abzuliefern. Und es gelang uns auch über Jahrzehnte hinweg. Und jetzt nicht mehr? Nein, nicht mehr, seit man mir diesen furchtbaren Vulkan als Zustellgebiet zuteilte. Was ist denn hier so furchtbar? Hier gibt es keine Hausnummern, verstehen Sie? Keine einzige Hausnummer. Wenn ich hier etwas austragen soll, dann steht auf den Briefen immer nur an Kurt oder an Schorsch, an den doofen Egbert und so weiter. Verstehen Sie? Bei Odin, das muss ja entsetzlich für Sie sein. Ja, es ist zum Haare ausraufen, zum junge Hunde kriegen, zum verrückt werden. Und heute müssen Sie besonders viel Post austragen, was? Nein, nicht einmal das. Es ist nur ein einziger Brief heute. Aber das ist schon genug zum Verzweifeln. Was ist denn das für ein Brief? Ach, ein ganz wichtiger, wissen Sie? Es steht dreimal dringend, persönlich und Geheimsache obendrauf. Aha. Werfen Sie ihn doch einfach weg und Sie wissen wirklich nicht. Ach, das Ganze interessiert mich nicht. Wiedersehen. Oh, nee. Sind's wieder. Sagen Sie mal, Frau Briefträgerin, warum weinen Sie eigentlich so furchtbar? Hier gibt es keine Hausnummern. Nein. Verstehen Sie? Keine einzige Hausnummer, wenn ich hier etwas austragen... Bei Odin, das muss ihr... Ja, es ist... Und heute müssen Sie... Nein. Ja, einfach wegwerfen wird sie ja wohl kaum machen, oder? Was ist das denn? Und Sie wissen wirklich nicht, wohin Sie ihn bringen. Sie wissen wirklich nicht, wohin Sie ihn bringen sollen? Das ist ja das Schlimme. Es steht nur drauf, an den Chef. Dringend, persönlich und Geheimsache. Aha. Tja, vielleicht könnte ich da helfen. Tatsächlich, das würden Sie tun. Oh, also ich habe ein Feuerzeug, wir verbrennen ihn einfach. Wir könnten uns zusammen auf die Suche machen. Ich halte Ihnen ein bisschen das Händchen, bis es Ihnen wieder besser geht. Wie wär's? Ich könnte den Brief zustellen. Ich kenne mich hier aus. Ja. Ich könnte den Brief zustellen. Ich kenne mich hier aus. Sie? Ja, genau. Der Brief wäre 0, nichts da und Sie könnten wieder hinaus auf den herrlichen Gletscher. Aber Sie sind doch gar kein Briefträger. Was? Das ist eine bösartige Unterstellung. Aber ich habe schon mal einen Brief geschrieben. Ich wollte schon immer Briefträger sein. Ich bin selber jahrelang Postkasten gewesen. Sie haben recht, liebe Frau, vergessen wir es. Oh. Sie haben recht, liebe Frau, vergessen wir es. Nein, also warten Sie. Vielleicht könnte ich eine Ausnahme machen. Ja?